Wenn Menschen mit den falschen Leuten verkehren, können schlimme Dinge passieren. Es können sich fragwürdige Werte herausbilden und eine schlechte Einstellung zu Recht und Ordnung entwickeln. Und wenn diese Freunde Kriminelle sind, lernen sie logischerweise von ihnen und übernehmen mit der Zeit ihre Lebensweise. In der Psychologie wird dieser Prozess als differenzielle Assoziation bezeichnet. Die Theorie der differenziellen Assoziation ist die Arbeit von Edwin Sutherland. Er verbrachte sein Leben damit, die kriminologischen Zusammenhänge zu erforschen und fand 9 unterschiedliche Prinzipien. Um zu verstehen, wie das im wirklichen Leben funktioniert, sehen wir uns an, wie Robin, ein schüchterner 14-jähriger Junge, im Gefängnis landet. Kriminelles Verhalten wird erlernt. Robin lernt es, nachdem er einen neuen Freund kennengelernt hat. Es wird durch Interaktion und Gespräche mit anderen erlernt, oft unterstützt durch Geschichten erzählen. Dieser Lernprozess findet hauptsächlich in kleinen und intimen Gruppen statt. Bücher, Videospiele und Massenmedien haben wenig Einfluss. Kriminelles Verhalten wird erlernt, indem Erkenntnisse und Techniken sowie Beweggründe und Ansichten ausgetauscht werden, die kriminelle Handlungen begünstigen. Motivation wird gelernt, indem das Rechtssystem in gute und schlechte Gesetze unterteilt wird. Robin lernt, dass die Gesetze, die das Eigentum der Armen schützen, gut sind, während die Gesetze, die das Eigentum der Reichen schützen, schlecht sind. Wir werden kriminell, wenn unsere Beweggründe, das Gesetz zu brechen, unsere Beweggründe, es zu respektieren, überwiegen. Robin stiehlt, sobald er glaubt, dass er von den Reichen nehmen muss, um den Armen zu geben. Unsere Lernerfahrungen variieren in ihrer Häufigkeit, Dauer, der Priorität, die wir ihnen einräumen und der Intensität, mit der sie gemacht werden. Robins Zeit als Krimineller ist vorbei, als er und seine Freunde alle verhaftet werden. Das Erlernen von kriminellem Verhalten ist wie das Erlernen von allem anderen. Robin lernt es genauso wie seine Schwester Mathe. Es sind dieselben Mechanismen im Spiel. Obwohl kriminelles Verhalten Ausdruck der eigenen Bedürfnisse und Werte ist, wird es nicht durch diese erklärt. Auch nicht kriminelles Verhalten kann aus genau denselben Bedürfnissen und Werten resultieren. Edwin Sutherland war ein amerikanischer Soziologe, dessen Arbeit einen großen Einfluss auf die Kriminalpolitik hatte. Seine Theorie erkennt an, dass kriminelle Verhaltensweisen sozial erlernt werden können. Folglich können sie auch wieder verlernt werden. Mit anderen Worten, Sutherland half uns zu verstehen, dass Kinder wie Robin rehabilitiert werden können. Was denkst du? Was können wir tun, damit weniger Verbrechen auf der Straße und in den Chefetagen großer Unternehmen geschehen? Und wenn Sutherland recht hatte, ist das Gefängnis der richtige Ort für junge Straftäter? Bitte teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit.